Hallo, ich bin Anke und ich freue mich, dass du heute beim zweiten Teil unserer Sportsafari zu Hause mit dabei bist. Lenny und der Turntiger unterstützen mich natürlich wieder. Schön, dass ihr dabei seid, ihr zwei. Und gemeinsam wollen wir wieder zeigen, wie es ganz einfach möglich ist, zu Hause fit und gesund zu bleiben. Für heute braucht ihr folgende Materialien. Einen Eimer, einen Korb oder einen Schulranzen, einen Topf, ganz egal, was ihr gerade greifbar habt. Ein Blatt Papier, 10 Paar Socken und 2 Taschentücher, ganz genau. Am besten einmal wieder kurz auf Pause drücken, die Sachen zusammensuchen und dann geht's auch schon gleich los. Vor dem Loslegen bitte einmal wieder Socken aus, Schuhe aus und alles, was kaputt gehen kann im Umkreis, bitte auf die Seite räumen. Und dann können wir auch schon mit der ersten Übung starten. Nein, vorher winken wir einmal nochmal allen Kindern, die mitmachen, in Hannover zu und auch im Rest von Deutschland. Da müssen wir ein bisschen weiter winken und uns auf die Zehenspitzen stellen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Für die erste Übung nehmen wir uns die 10 Paar Socken und machen damit einen großen Haufen in einer Ecke unseres Wohnzimmers oder Kinderzimmers. Und diese Socken versuchen wir jetzt ganz schnell einzeln an das andere Ende des Zimmers zu transportieren. Lenny, kannst du uns mal zeigen, wie schnell du das schaffst? Eine Socke schnappen, ein paar Socken. Und auf die Plätze, los geht's. Ne? Erstmal laufen. Erstmal darfst du laufen. Genau. Hinlegen und schnell wieder auf die andere Seite. Eine Socke und ab nach drüben. Und wir versuchen mit den Socken einen Kreis hier zu legen. Super macht ihr das. Schnell wieder zurückflitzen. Auf ihr zwei. Ja, weiter so. Da habt ihr es gleich geschafft. Einmal nach drüben noch, Lenny. Und ein letztes Mal. Komm rüber. Wunderbar. Und jetzt legen wir zwei schöne Kreise hier. Zwei schöne Kreise hier, Lenny. Zwei Kreise aus unseren Socken. Wer legt noch einen Kreis? Wer hilft mir? Ein bisschen geholfen. Ein Kreis. Hab ihm ein paar Socken gegeben. Genau. Hab ihm ein paar Socken. Ja, hilfst du immer noch einen Kreis zu legen, damit das ordentlich hier aussieht? So. Super gut. Gut, dann haben wir die erste Übung schon geschafft. Dann, das sollte reichen fürs Erste. Jetzt haben wir uns richtig angestrengt, da haben wir ein bisschen was mit weniger Action verdient. Eine Übung. Lenny, hierzu brauchen wir ein Taschentuch. Ein Taschentuch? Ja. Turntiger, gibst du Turntiger auch ein Taschentuch? Hier. Genau, ich glaube, du hast zwei Taschentücher jetzt. Huch. Hier, bitteschön, Turntiger. Ein Taschentuch für mich. Und wir lassen unser Taschentuch mal um den Körper hier rumkreisen als Erstes. Und schnaufen mal tief durch, nachdem wir da eben so gerannt sind. Schafft ihr es auch in die andere Richtung zu kreisen? Jawohl. Ey, ich meine super. In die gleiche Richtung wie Turntiger. Genau. Und jetzt versuchen wir das Taschentuch unter unserem Bein hindurchzugeben. Da müssen wir das Knie hochziehen und dann können wir wunderbar das Taschentuch da drunter übergeben. Klasse. Ich bin schon fertig. Wunderbar. So, dann müssen wir unser Taschentuch ein bisschen auseinander wedeln. Denn wir wollen jetzt unser Taschentuch nach oben werfen und es dann versuchen wieder aufzufangen. Also nach oben und dann fangen. Nach oben und wieder fangen. Nach oben und fangen.
Super, ich glaube, das ist schon viel zu einfach für euch. Deshalb wird es ein bisschen schwieriger. Lenny. Indem man einfach hier so die Verlängerung macht. Genau. Gut. Oh, das ist natürlich schwierig. Als nächstes werfen wir das Taschentuch nach oben und klatschen einmal in die Hände, bevor wir es wieder auffangen. Genau. Hoch, klatschen, fangen. Hoch, klatschen und fangen. Hoch, klatschen und fangen. Hoch, klatschen und fangen. Schafft jemand von euch zweimal vielleicht zu klatschen? Ja. Einmal hochwerfen, zweimal klatschen und wieder fangen. Das wird schon, muss man sich beeilen. Ich habe es zweimal geschafft und dann gefangen. Und dreimal? Geht das auch noch? Vielleicht kann ich versuchen, dreimal zu machen. Genau, probier nochmal. Wenn du das schon so gut kannst, dann probieren wir doch gleich mal, das Taschentuch zu werfen und uns dann einmal zu drehen, bevor wir das Taschentuch fangen. Hui! Ich glaube, da musst du das Taschentuch wieder so ein bisschen auseinander schütteln. Genau, dann segelt es besser und fällt nicht gleich runter. Turntiger, hast du es etwa geschafft? Oh, fast, knapp daneben. Schau mal, hier drüben. Hier, bitteschön. Ja, fast. Hochwerfen, drehen und versuchen zu fangen. Ich habe die Verlängerung angewendet. Super. Ja, denk mal, die Aufgabe ist ganz einfach, aber man kommt trotzdem ein bisschen außer Puste. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns gleich auf die nächste Übung. Ja, wir können den Schweißeimer abwischen und dann unser Taschentuch in die Hosentasche stecken. Und dann geht es weiter mit der nächsten Übung. Der kann Schweiß haben. Der Turntiger, der schwitzt auch ganz besonders dolle. Komm mal her, Lenny. Die nächste Aufgabe, die startet nämlich hier vorne. Wir krabbeln zu unseren Socken da nach drüben. Wie krabbeln wir? Wie können wir krabbeln? Vorwärts krabbeln wir hin. Genau. Legen uns zwei Socken auf den Bauch. Dazu müssen wir uns natürlich rumdrehen. Genau, zwei Socken. Und dann transportieren wir unsere Socken wieder zum Ausgangspunkt zurück. Genau, da können wir sie wieder hinlegen. Ich hab die schwarze verloren. Ach, nicht schlimm. Und vorwärts geht's wieder zu unserem Sockenhaufen zurück, zu unserem Sockenkreis. Genau, versuch mal auf dem Hinweg die Knie nach oben zu nehmen. Genau, Socken drauf und wieder zurück transportieren. Im Krabbengang, Lenny. Und vorwärts krabbeln wir auch wieder hin. Ich gebe Count hier wieder ein paar Socken. Gut, aber da musst du auch krabbeln. Genau. Und wir warten auf dich, bis du auch deine Socken auf dem Bauch liegen hast. Und dann krabbeln wir gemeinsam los. Jawohl. Sehr gut. Und noch einmal vorwärts krabbeln, zurück. Auf Händen und Füßen. Und die letzten Socken hier für dich. Warte und geht los. Genau. Geschafft. Da haben wir ganz schön was für unsere Arme und unsere Schultern jetzt getan. Jetzt haben wir hier wieder so einen Haufen Socken liegen. Die können wir doch glatt noch einmal verwenden. Und zwar jetzt zum Zielwerfen. Wir suchen uns einen Punkt auf dem Boden. Zum Beispiel hier diese Ecke. Nicht schon wieder diese Ecke. Ja doch, wir nehmen diese Ecke und versuchen da alle mal möglichst nah an diese Teppichecke da hinzuwerfen. Oh, genau. Wir probieren es mal, da möglichst nah hinzukommen. Alle Socken, die wir haben, können wir benutzen. Oh, ich bin genau auf die Ecke gekommen. Genau auf die Kante. Oh, mal schauen, welche Socke dann nachher am nächsten liegt. Oh, schau mal, wie weit der weggerutscht ist. Hier, Lenny, du darfst. Turntiger bekommt noch eine. So.
noch ein Versuch. Hier liegt noch eine Socke für dich. Ah. Gut, welche Socke ist am nächsten? Meine hier. Die Socke ist am nächsten. Wunderbar. Dann sammeln wir alle Socken wieder ein und suchen uns ein neues Ziel. Ich habe dir gerne ein paar Socken gegeben. Hier, nimm. Hier. So, stellen wir uns wieder an unseren Startpunkt und versuchen jetzt in den Eimer oder in den Topf oder in den Schulranzen reinzuwerfen. Oh, Mensch, Lenny, du bist ja spitze. Boah. Drei Socken schon versenkt. Probier noch mal, Lenny. Genau. Wow, oh, schade, Turntiger. Knapp daneben. Aber meine ist direkt reingegangen. Deiner noch mal direkt reingegangen. Und, boah. Hier bekommst du noch einen, Turntiger. Und die letzte Socke für Lenny. Nochmal genau zielen. Wow, spitze. Wir sammeln wieder alle Socken ein. Wer hilft mir dabei? Genau, alle Socken da rein. Dann können wir den Eimer mitnehmen. Genau, wieder hier an unsere Startlinie. Und wo werfen wir jetzt hin? Genau, wir haben ein Blatt Papier an der Wand befestigt oder am Fenster, ist mit Socken ja nicht schlimm. Und wir versuchen, gegen das Blatt zu werfen. Ah, die graue Socke hatte getroffen. Hier, lieber Turntiger. Meine ist knapp daneben. Knapp daneben, oh ja, ein bisschen fester. Oh, aber mit Socken ist das ja gar nicht schlimm. Schau mal, Lenny, du kannst auch mal von oben werfen. Versuchen, so feste gegen die Wand zu werfen. Ja, super. Das war fast. Die graue, die getroffen hat, war meine. Ja. So, die rote ist natürlich wieder für dich. Und die blaue für den Turntiger. Super gut. Dann einmal abklatschen, genau. Und wir sammeln einmal die Socken noch ein, denn die dürfen ja nicht da liegen bleiben. Und ich trage sie dann weg. Nee, du hast eine mit deinem Schwanz hierher geschoben. So, ich hoffe, das war der zweite Teil unserer Sportsafari zu Hause. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Sockenwerfen und beim Krabbeln durch die Wohnungen. Wenn ihr auch den dritten Teil der Sportsafari noch gerne mitmachen möchtet, dann findet ihr den nächsten Film einfach auf dieser Internetseite. Dort findet ihr auch weitere Informationen, wie zum Beispiel das Heft Fit im Alltag mit weiteren Bewegungsmöglichkeiten. Und wir drei wünschen euch noch einen schönen Tag, bleibt fit und gesund und vielleicht bis bald. Tschüss!